Irgendwie bekommt man das Gefühl, dass wir alles rund um die Schwangerschaft und die Geburt selbst bestimmen und kontrollieren können. Und vieles davon lastet auf den Frauen. Das beginnt bei der Menarche, also der einsetzenden Regelblutung, und geht bis zur Menopause. Und wenn man mal genau hinschaut, was gerade während der Schwangerschaft heute alles möglich ist, eine Vielzahl von Untersuchungen, die werden je nachdem von der Kasse oben bezahlt, Zusatzuntersuchungen gibt es und überall gibt es Stress, denn man stellt sich immer wieder die Frage und sagt, ja, sollte man das unbedingt tun? Ist das wichtig? Ist das wichtig für die Gesundheit meines Kindes? Nun, das ist wirklich verwirrend, aber wir haben für Sie im Internet dazu die wichtigsten Informationen mal zusammengestellt. Nun, diese vielen, vielen Optionen der Diagnose, die sind einerseits Stress, aber manchmal gibt es Fälle, wo man wirklich sagen kann, zum Glück gab es die Möglichkeit. Es war ein Freitag im August 2014. Es war innerhalb von 2 Minuten alles erstmal kaputt. Schon. Alle Freude. Ja. Bis zu diesem Tag war es eine Schwangerschaft ohne Probleme. Das war alles super, war auch alles in Ordnung. Alle Ampeln auf grün geschaltet. Und mir ging es auch gut, also mir ging es hervorragend eigentlich, abgesehen von diesem Brechen. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass es jetzt irgendwas sein könnte, natürlich. Dann dieser Termin im August. Wir waren im Urlaub vorher auf Mallorca. Und dann sind wir zu einer Untersuchung, auf die ich mich auch sehr gefreut habe. Weil wir eigentlich das Geschlecht unseres Kindes erfahren wollten. Das war das Kernziel dieser Untersuchung. Dann ging alles sehr, sehr schnell, muss ich sagen. Er hat kurz geschallt. Es war eine Situation von vielleicht, also gefühlt 1,5 Minuten, 2 Minuten. Es war sehr schnell vorbei. Ihr Kind hat einen offenen Rücken. Das war das Erste, was er gesagt hat. Also ich habe den Verdacht, dass ihr Kind einen offenen Rücken hat. So war es, genau. Und ich wusste gar nicht, was das ist oder was das jetzt bedeutet. Und bin dann von der Liege runter und habe gefragt, ja, was heißt das denn jetzt? Dann haben wir uns mit ihm an den Tisch gesetzt und dann hat er mir gesagt, ja, das ist eine Fehlbildung im Rücken und sie haben jetzt die Möglichkeit, auch in dieser späten Schwangerschaftsphase die Schwangerschaft abzubrechen. Christine Hennes war bereits in der 20. Woche. Und nun erfuhr sie, dass ihr Kind Lähmungen und Inkontinenz, sogar einen Wasserkopf entwickeln könnte. Man war alleine mit einer Diagnose, die hieß behindertes Kind oder Abtreibung. Also ich war schon sehr verzweifelt. Ich habe rumgeschrien eigentlich nur und gesagt, dass es jetzt nicht wahr sein kann und dass das nicht funktioniert so. Die beiden begannen zu recherchieren. Spina bifida, offener Rücken. Sie suchten einen Ausweg, eine dritte Möglichkeit. Sie stießen schließlich auf einen Professor in Gießen. Thomas Kohl operiert das Kind noch im Mutterleib. Er macht nur kleine Schnitte und verschließt die offene Stelle am Rücken. Die Eltern machten einen Termin in Gießen. Wir saßen bei Professor Kohl im Zimmer und ich kann mich noch gut daran erinnern. Und wir waren fertig mit dem Gespräch. Wir hatten uns in dem Gespräch entschlossen, das heißt wir, Christine hatte sich entschlossen, dass sie die OP durchführen wird. Und wir saßen da und haben gestrahlt. Also es fiel so viel von mir auch ab. Ich hatte dann auch keine Angst mehr, dass ich mein Kind verlieren muss oder sowas. Ich hatte nur noch positive Gefühle. Also ich bin da absolut positiv ran. Ich dachte, ja, wir machen das jetzt, wir verschließen das und dann wird alles gut. Fertig. Bereits 7 Tage später lag sie auf dem OP-Tisch. In ihrem Bauch 3 kleine Schnitte. 2 für seine Instrumente, 1 für die Kamera. Diese minimalinvasive Methode hat weniger Risiken, vor allem für die Mutter. Thomas Kohl hat diese Methode entwickelt. Die offene Stelle. Je früher sie verschlossen wird, desto besser. Es ist immer ein Wettlauf gegen die Zeit. Je länger das Rückenmark offen im Fruchtwasser liegt, desto schwerer die Behinderung.
Das Zuschneiden des Flickens aus Schweinedünndarm. Nur wenn dieser daumennagelgroße Flicken das empfindliche Nervengewebe wasserdicht abschließt und vor Verletzungen schützt, ist die OP erfolgreich. Christine Hähnes OP dauerte knapp 5 Stunden. 72 Tage später, in der 30. Schwangerschaftswoche, wurde Fee geboren. Ein Mädchen. Deutlich zu sehen, der Flicken am Rücken. Wenig später wuchs eigene Haut darüber. War die beste Entscheidung für mich persönlich, die ich treffen konnte. Also es war eine ganz zentrale Entscheidung und ja, würde ich immer wieder so machen. So, Knopf. Der offene Rücken ist die häufigste Ursache für angeborene körperliche Behinderungen. Doch die kleine Fee ist, 11 Monate nach ihrer Geburt, ein gesundes Kind. Was für ein süßes Baby. Nun, das sind Momente, wo ich immer sage, wie toll, dass wir diese moderne Medizin haben. Aber wenn man ehrlich ist, das ist ein Idealfall. Denn hier wurde auf der einen Seite etwas diagnostiziert und, ganz wichtig, man war auch in der Lage zu therapieren. Aber das ist nicht immer der Fall. Es gibt viele Fälle, da gibt es nur die Diagnose, aber mehr nicht. Nehmen Sie ein konkretes Beispiel. Trisomie 21, auch bekannt als Down-Syndrom. Zunächst einmal wichtig, je älter die Mutter wird, umso höher wird das Risiko. Und das ist ja ein Trend, den wir heute beobachten. Die Mütter werden immer älter, also das spielt eine zunehmend wichtige Rolle. Nun, was macht eine Mutter, die älter ist? Sie will natürlich Gewissheit. Sie will irgendwo wissen, okay, ist da alles in Ordnung? Und es gibt eine ganze Reihe von Tests, zum Beispiel das Ersttrimester-Screening. Nun, was da gemacht wird, ist, da gibt es eine Ultraschalluntersuchung, man untersucht die Nackenfalte, das Nasenbein, nimmt Blut ab und dann gibt es das Ergebnis. Nun, als Laien wollen wir natürlich immer wissen, ja oder nein. Aber so funktioniert das nicht in der Medizin. In dem Falle ist die Aufklärungsquote 90%. Nun sagt der ein oder andere, wow, immerhin zu einem frühen Zeitpunkt 90% Aufklärungsquote. Das klingt doch eigentlich ganz gut. Aber, und dieses Aber ist wichtig, man muss sich wirklich klar machen, was das bedeutet. Wir zeigen Ihnen das und ich gebe zu, das ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber die Botschaft am Ende, die ist wichtig. Das Ersttrimester-Screening erkennt mit einer Treffsicherheit von 90% eine Trisomie 21 bei einem ungeborenen Kind. Doch was heißt das für eine schwangere Frau? Wir betrachten 100.000 schwangere Frauen, die zu dem Test gehen. Von diesen erwarten, rein statistisch, 170 ein Kind mit Down-Syndrom. Das Ziel dieser Untersuchungen ist es, genau diese Frauen herauszufiltern. Doch so gut ist der Test nicht. Von den 170 Frauen, die ein Kind mit Down-Syndrom erwarten, bekommen nur 153 Frauen tatsächlich mitgeteilt, dass das Risiko erhöht ist. Das ist das sogenannte richtig positive Ergebnis. Die übrigen 17 Frauen gehen mit der Nachricht nach Hause, dass ihr Kind kein erhöhtes Risiko für Down-Syndrom hat, obwohl das nicht stimmt. Das ist das sogenannte falsch-negative Ergebnis. Die übrigen 99.830 Feten haben kein Down-Syndrom. Die meisten Mütter bekommen auch die richtige Nachricht, dass ihr Kind kein erhöhtes Risiko hat. Das ist das sogenannte richtig negative Ergebnis. Doch das ist noch nicht alles. Beim Ersttrimester-Screening bekommen immerhin fast 5.000 von 100.000 Frauen mitgeteilt, dass ihr Kind Trisomie haben könnte, obwohl die Kinder eigentlich nicht betroffen sind. Statistiker nennen das ein falsch positives Ergebnis. Das bleibt nicht ohne Folgen. Denn Frauen mit auffälligem Testergebnis machen sich Sorgen. Außerdem raten Ärzte allen Frauen mit auffälligem Testergebnis auch zu weiteren Untersuchungen, zum Beispiel einer Fruchtwasseruntersuchung.
Mehr als die Hälfte dieser Frauen geht tatsächlich zur Fruchtwasseruntersuchung. Doch bei den meisten wäre das nicht nötig. Das Risiko einer Fehlgeburt liegt bei dieser Untersuchung bei etwa 1%. Das bedeutet, etwa 30 Frauen erleiden dadurch eine Fehlgeburt. Fazit: Rein rechnerisch erhalten von 100.000 untersuchten Schwangeren mehr als 5.000 ein falsches Testergebnis. Bei den meisten handelt es sich dabei um falschen Alarm. Ein Großteil der Frauen wird diesen Befund weiter abklären. Einige wenige Frauen werden durch die weiteren Untersuchungen sogar ihr Kind verlieren. Und bei 17 Frauen ist es andersrum. Sie sind schwanger mit einem Kind mit Down-Syndrom, obwohl sie denken, ihr Kind hätte keines. Ich will es noch einmal zusammenfassen. Ersttrimester-Screening. Nehmen wir an, 100.000 Frauen lassen sich untersuchen. Dann gibt es 4.991 Frauen und die bekommen irrtümlich ein auffälliges Ergebnis. Das heißt, die regen sich auf, machen sich Sorgen, obwohl eigentlich nichts ist. Manche lassen sich dann sogar weiter untersuchen. Und diese Untersuchungen sind nicht ohne, denn dabei sterben 30 Kinder. Und was wir nicht vergessen dürfen, ist, es gibt sogar 17 Frauen, die hatten eigentlich das Ergebnis alles in Ordnung, aber dennoch gibt es ein Problem. Also man merkt daran, mit diesen Tests muss man vorsichtig umgehen. Und das ist überhaupt ein Problem, denn die Frauen erwarten natürlich eine eindeutige Diagnose. Aber sie gehen zum Arzt und bekommen Werte, Wahrscheinlichkeiten. Und dann ist es sehr schwer, als Laie sich daraus ein Bild zu machen. Zum Beispiel die Aussage 1 zu 300. Das klingt abstrakt. Bedeutet, dass eine von 300 Frauen, die haben wir hier gelb markiert, ein Problem haben könnte. Und die Frage ist, ja, wer bin ich? Gehöre ich zu den 299 Frauen, wo es kein Problem gibt, oder bin ich die eine? Oder es gibt andere Untersuchungen, da wird dann mit Prozenten argumentiert. Aber das Hauptproblem ist, die Frau kommt nach Hause und sie hat diese Zahlen, sie hat die Testergebnisse und ist verunsichert. Nun, es gibt einen Mann, der sich nicht damit abfindet. Er ist Genetiker, stellt seit über 20 Jahren Befunde für solche Ersttrimester-Screenings aus und, Sie werden gleich sehen, er macht noch mehr. 17 Uhr, Feierabend. Heute hat er wieder etliche Untersuchungsergebnisse ausgewertet. Ergebnisse, die schwangere Frauen häufig verunsichern. Jetzt ist er auf dem Weg zu seinem Lieblingsplatz am Rhein. Von dort aus will er diesen Frauen helfen. In seiner Freizeit. Also ich identifiziere mich inzwischen mit diesen Frauen, weil man ein bestimmtes Bild entwickelt hat. Wie geht es denn? Also manchmal kann ich mir bei so einer Frage regelrecht vorstellen, die Stimmung. Und da kann ich nicht drüber hinweg. Da ist es dann schon eher so, dass ich mir überlege, inwieweit kann ich dieser Frau helfen. Ulrich Sanken hat die Erfahrung gemacht, dass viele Frauen nicht genau wissen, worauf sie sich eingelassen haben. Es kommt sehr stark darauf an, wie gut eine Frau sich schon vorher selbst aufgeklärt hat. Ne? Ob sie diese Untersuchung machen möchte oder nicht. Sie hat das mit ihrem Mann besprochen. Sie hat das meinetwegen mit ihren Freunden besprochen. Aber letztendlich ist das Gespräch mit dem Arzt in den meisten Fällen zu kurz. Der Genetiker weiß, dass eine Frau meist an einem Ersttrimester-Screening teilnimmt, weil sie sich Sicherheit erhofft. Wenn sie ein Screening in Anspruch nehmen möchte, also eine individuelle Risikoabschätzung, bekommt sie natürlich keine Gewissheit, sondern eben nur eine Wahrscheinlichkeitsangabe. Aber diese Angaben, die sie dadurch bekommt, können ihr nicht erklären, ob ihr Kind tatsächlich betroffen ist. Das heißt, eine Frau mit dem Wunsch nach einer Gewissheit ist eine Patientin, für die das Ersttrimester-Screening überhaupt gar nicht ausgelegt ist. Fast täglich beantwortet er Fragen im Forum von eltern.de. Dort stieß er auch auf den Hilferuf von Lynn Marius. Hallo ihr Lieben. Mittlerweile bin ich total verzweifelt. Ich bin 36 Jahre alt, zum zweiten Mal schwanger. Meine Frauenärztin empfahl mir ein Ersttrimester-Screening in einem großen Institut, die nur darauf spezialisiert sind, hat 240 Euro gekostet. Alle meine Werte waren im superoptimalen Bereich, nur das Nasenbeinchen des Babys ließ sich nicht gut darstellen. Der Chefarzt meinte, dass wir sofort eine Biopsie der Plazenta machen könnten, dann wüssten wir morgen Bescheid. Das konnte ich aber nicht über mich bringen. Wie soll das alles werden?
Lynn Marius heißt eigentlich Miriam. Ihre Frauenärztin schickte sie in der 12. Schwangerschaftswoche für ein Screening in ein Pränatalzentrum. Es klang so, als sei das ganz selbstverständlich. Und natürlich waren alle Details wahrzunehmen für mich. Es war einfach beeindruckend. Und es war fern jedes körperlichen Empfindens. Das war nicht das, was ich mit meinem noch nicht mal zu sehenden Bauch in dem Augenblick als Bild hatte von Schwangerschaft. Also ich war sehr beeindruckt und habe das einfach alles in mich reingehen lassen. Auch was die Ärztin murmelte, während sie diesen Ultraschall machte. Und dann sagte sie sowas wie... Ich sehe keine Nase. Also ich sehe die Nase nicht. Und dann verließ sie den Raum. Und es war da in dem Augenblick, das war die Stelle. Also in dem Augenblick habe ich Angst gehabt. Ich hatte nur noch diese inneren Bilder von kranken Kindern, von entstellten Kindern, von größten Katastrophen, von einem Rest der Schwangerschaft, die sich in Krankenhäusern und Kliniken abspielt, in Selbsthilfegruppen. Ich hatte das sofort alles auf dem Schirm. Und ich konnte noch nicht mal nachfragen, weil sie war weg, um einen Kollegen zu holen. Auch der Kollege konnte das Nasenbein nicht sehen. Ist es nicht sichtbar, ist das ein Hinweis auf ein Down-Syndrom. Die Information, Nasenbein darstellbar oder nicht darstellbar, macht aus einem komplett unauffälligen Risikobefund, wie 1 zu 10.000, plötzlich einen auffälligen. Wie wichtig das Nasenbein genau ist, ist unter Experten umstritten. Aber in allen Auswertungsprogrammen ist es so stark gewichtet, dass es die wenigen anderen Werte überlagert, auch wenn die noch so positiv sind. Ulrich Sanken befundet seit 1992. Er sieht viel mehr als nur die Zahl am Ende der Rechnung. Wenn ihm etwas merkwürdig vorkommt, ruft er häufig den behandelnden Arzt oder sogar die schwangere Frau direkt an. Auch wenn zwei Auswertungsprogramme zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen kommen, greift er zum Hörer. Diesen Fall habe ich dann noch mal durchgerechnet mit der anderen Software, also mit der Software vom Professor Nikolaidis, und komme da auf ein komplett unauffälliges Ergebnis. Ulrich Sanken bot Miriam an, ihr Blut noch mal im Labor zu untersuchen, mit einem anderen Test, der weitere starke Marker überprüft. Sind sie gut, verliert das nicht sichtbare Nasenbein an Gewicht. Und tatsächlich, Miriams Risiko, ein Kind mit Down-Syndrom zu bekommen, lag plötzlich unter einem Promille. Ein völlig unauffälliges Ergebnis. Das war so eine große Erleichterung an dieser Stelle. Auf der anderen Seite hat es mich nicht vollständig entbunden von den Befürchtungen. Und das musste ich dann einfach für mich einordnen. Es ist irre, was da für ein innerer Dialog stattfindet, ja, wenn die doch alle recht haben. Und wenn diese Wahrscheinlichkeit doch eintrifft. Ja. Das Thema hat mich bis über die Geburt verfolgt. Also bis die Hebamme nach der Geburt mir das Kind auf den Bauch legte und sagte, gesund. Vielleicht wären Miriam all diese Sorgen erspart geblieben, wenn sie zufällig zu einem anderen Arzt gegangen wäre. Denn in Deutschland benutzen Ärzte verschiedene Auswertungsprogramme. Und die kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Ich habe mir jetzt eine Patientin rausgesucht im Alter von 36 mit bestimmten Werten im Ultraschall. Und wenn wir das alles miteinander verrechnen, dann würde dieses Programm jetzt auf ein Risiko für die Trisomie 21 von etwa 1 zu 500 kommen. Wenn wir die gleichen Daten in das Programm der FMF England eingeben, da würden wir bei den identischen Informationen, die wir eingeben, dann auf Risiken kommen von 1 zu etwa 3000 für die Trisomie 21. Ein Fall, zwei Ergebnisse, die über Weiterbehandlung oder Entwarnung entscheiden können. Eigentlich ein Skandal. An den Gegebenheiten kann Ulrich Sanken nichts ändern. Auch kann er nicht immer Entwarnung geben. Aber er kann die Ergebnisse prüfen und erklären. Für die schwangeren Frauen ist das oft schon genug. Ein Fall, verschiedene Ergebnisse, das darf es eigentlich nicht geben. Denn wir dürfen nicht vergessen, es geht um die Gesundheit, vielleicht sogar um das Leben eines ungeborenen Kindes. Nun, was ist die Alternative? Das eine sind die Screenings und das andere ist die Diagnose. Konkretes Beispiel nehmen wir Diagnose in Bezug auf das Down-Syndrom. Da gibt es zum Beispiel die sogenannte Fruchtwasseruntersuchung. Was dabei passiert, ist Folgendes. Das Fruchtwasser wird punktiert. Im Fruchtwasser findet man auch
Zellen und damit Erbgut des Kindes. Und genau dieses Erbgut wird untersucht. Diese Methode kennen Sie vielleicht auch unter dem Namen Amniozentese. Man hat auch eine Alternative. Da punktiert man nicht das Fruchtwasser, sondern die Plazenta. Man muss sich die Plazenta ein bisschen als Schnittstelle zwischen Mutter und Kind vorstellen. Und auch in der Plazenta finden sich kindliche Zellen, auch die kann man untersuchen. Dann spricht man hier von der Chorionzottenbiopsie. Aber in beiden Fällen ist es so, es handelt sich um einen schwerwiegenden Eingriff. Also das Ergebnis ist zwar sicher, aber das Risiko ist groß, denn in fast einem von 100 Fällen kommt es zu einer Fehlgeburt. Es gibt noch eine Alternative, die ist vergleichsweise neu. Und da entnimmt man der Mutter Blut. Warum? Die Plazenta ist, wie gesagt, die Schnittstelle zwischen Kind und Mutter. Und es gibt eben auch kindliche Zellen, die ins Blut der Mutter gelangen und die werden dann untersucht. Großer Vorteil hier, das Risiko ist gering und die Aussagekraft ist groß. Wenn Sie also zum Arzt gehen, lassen Sie sich über diese verschiedenen Optionen informieren. Nun, das ist nur ein Beispiel für die fulminante Entwicklung von Tests. Es gibt ja immer mehr davon. Screenings oder die gesamten Methoden von Ultraschall und Co. Und alles das dient ja eigentlich nur einem Zweck, nämlich der Sicherheit. Also wir sollten damit beruhigt werden. Doch wie Sie gleich sehen werden, genau das Gegenteil scheint dabei ausgelöst zu werden. Hamburg, Amalie Sieveking Krankenhaus. Eine schwangere Frau, kurz vor der Geburt ihres Kindes. Ein freudiges Ereignis. Doch die Angst hat sich mit eingeschlichen. Bei vielen Frauen passiert das schon während der Schwangerschaft. Ganz schnell kommt das Thema auf, habe ich auch alles getan, damit das auch alles gut läuft, ja, dass ich gefälligst auch ein gesundes Kind bekomme. Ja. Und man bezieht sozusagen das, was dann vielleicht nicht optimal läuft, immer in Bezug auf das, was andere davon halten. Ja, man versucht, der Norm zu entsprechen, viel stärker vielleicht als früher, weil es viel mehr Normierung gibt. Und in dem Moment, wo man das Gefühl hat, man erfüllt die nicht, kommt so etwas wie Schuld- und Schamgefühle hoch. Und die Angst davor, vor dieser Scham und dieser Schuld, das ist das, was die Frauen heute, glaube ich, mit am meisten belastet. Schwangere Frauen wollen beruhigt werden, sicher sein, dass alles gut wird. Sie gehen daher häufig zu zahlreichen Untersuchungen und sind danach häufig unsicherer als vorher. Wenn wir eine Schwangerschaft kontrollieren, überwachen, dann kommt immer irgendein Zu auf den Plan. Ja? Immer ist etwas zu früh, zu spät, zu langsam, zu schnell, zu groß, zu klein. Also damit werden Frauen ja laufend irgendwie konfrontiert, ja, weil ja keiner der Normkurve entspricht. Und das macht natürlich etwas im Kopf, weil es macht eine Vorstellung, das stimmt irgendwas nicht. Ja? Und wir wissen, dass es da eindeutige Zusammenhänge gibt zu vorzeitigen Wehen, aber auch nur zu einem allgemeinen Anspannungszustand im Körper, auch an der Gebärmutter. Ja? Das sind mitunter gar keine richtigen Wehen, sondern der Uterus, ich sage mal, sein Uterusgewitter, ja, wo sich die ganze Anspannung irgendwie ausdrückt. Es gibt gewisse Formen von Hochdruck in der Schwangerschaft, die man auch darauf zurückführen kann. Also es kommt sehr unterschiedlich daher. Die technischen Möglichkeiten verschärfen das Problem. Denn heute erfährt eine Frau davon, wenn sie zum Beispiel eine Fehlgeburt hatte. Dieses Erlebnis nimmt sie mit in die nächste Schwangerschaft. Und das wissen wir, macht ein irre hohes Angstlevel rund ums Kind. Das heißt, bis die nicht sozusagen diesen Zeitpunkt des Kindsverlustes aus der vorausgehenden Schwangerschaft überschritten haben, sind die in Panik und kommen 100-mal zu Kontrollen und brauchen immer wieder diese Rückversicherung, dass auch wirklich alles in Ordnung ist. Bei den Frauen geht ein Stück Urvertrauen verloren. Und das hat damit zu tun, dass wir halt viel früher die Dinge feststellen können, auch bildlich begleiten können. Früher wusste eine Frau bis der 20. Woche eigentlich nicht wirklich, ob das, was sich da im Bauch tut, auch eine Schwangerschaft ist. Mit Bewegung des Kindes, das Kind da war klar, ich bekomme ein Kind. Die Zeiten haben sich geändert. Ärzte, Krankenschwestern und Hebammen wissen mehr, auch darüber, was alles schiefgehen kann. Natürlich gibt es auch eine große Angst bei denen, die Frauen betreuen. Das ist so ein Übertragungsphänomen. Ja, natürlich, wenn ich so merke, da ist große Sorge bei jemand,
dann mache ich mir auch Sorgen, dass ich dem auch gerecht werde. Und dann mache ich natürlich ein Stück weit mehr Untersuchungen, um mich auch selber zu beruhigen, damit ich auch ja nichts übersehe. Gerade so bei dem Thema, ist das Kind bitte auch gesund? Ja, das ist ein Thema, was wir in den ersten 20 Wochen auch mit Ultraschall verfolgen und wo wir an bestimmten Eckpunkten uns auch noch Superspezialisten holen, um auch ja diese Bestätigung einzufahren. Aber da ist etwas, was sich so gegenseitig hochspielt, ja, vielleicht auch im Umkehrschluss. Ein Kollege, ne, der vielleicht gerade irgendwas übersehen hat, besonders ängstlich ist, jetzt besonders viel Kontrollen bei den Frauen macht, löst natürlich darüber auch Ängste aus. Jede Schwangerschaft und jede Geburt verläuft individuell, keine gleich der anderen. Und es geht meistens gut aus. Diese Erfahrung machte Wolf Lütje bei über 30.000 Geburten. Doch der Wunsch nach Kontrolle ist auch unter Ärzten weit verbreitet. Das Problem ist, dass es viele gibt, die so ein bisschen wie Cassandra auftreten und sehr genau wissen, wie Geburten laufen. Ich mache das nie. Wenn ich sozusagen das Köpfchen sehe, dann sage ich der Frau, wenn es Mittag ist, ich weiß den Geburtstag des Kindes, aber noch nicht mehr. Weil ich wirklich so viel erlebt habe, wo ich, obwohl ich sicheren Glauben war, dass es so oder so läuft, es ganz anders lief. Und das bezeichne ich als Demut. Wenn man das sozusagen erstmal auf seine Fahnen schreibt und so herantritt und dann selbstredend erstmal mit einer inneren Haltung, eigentlich glaube ich, dass es hier alles gut läuft. Sind die Ärzte also schuld, dass werdende Eltern immer mehr Angst haben? Die Ärzte selber stehen unter Druck. Das zeigt sich zum Beispiel an einem Gerichtsurteil. 1983 ging nämlich eine Frau bis zum Bundesgerichtshof. Warum? Mit 39 war sie schwanger geworden, hatte nach einer Fruchtwasseruntersuchung gefragt. Der Arzt sagte, die sei nicht nötig. Die Frau bekommt ein Kind mit Down-Syndrom, klagt bis zum Bundesgerichtshof und der Arzt muss Schadensersatz zahlen. Nun, den Effekt dieses Urteils kann man anhand der Statistik von Fruchtwasseruntersuchungen ablesen. Schauen Sie mal hier, Anfang der 80er Jahre gibt es plötzlich einen rapiden Sprung nach oben. Nun, das gilt nicht nur hierfür, das gilt auch für viele andere Tests und Diagnosen. Der Arzt möchte sicher sein, die Eltern machen sich Sorgen, aber, und es ist wichtig, es handelt sich nur um Diagnosen. Die entsprechenden Therapien fehlen. Und das führt dazu, dass die Frau mit der Entscheidung alleine gelassen wird. Sarahs erste Schwangerschaft verlief unkompliziert. Der dreijährige Linus kam im Herbst 2012 gesund auf die Welt. Ein knappes Jahr später heirateten Sarah und Jonas. Sie hatten auch einen guten Grund. Sarah war wieder schwanger. Eigentlich wollte sie keine pränatalen Untersuchungen machen lassen und einfach in Ruhe die Schwangerschaft genießen. Aber Jonas wollte Sicherheit und der Arzt gab ihnen das Gefühl, dass die Untersuchung einfach dazugehöre. Der Gynäkologe sah eine auffällig verdickte Nackenfalte. Ein Hinweis auf Trisomie 21. Man macht ja nichts, ne? Ist ja nur eine Nackenfalte, das habe ich gedacht. Ja. Ja. Da waren uns die kompletten Ausmaße, sag ich mal, noch nicht bewusst. Ja. Sarah und Jonas wollten mit dieser Untersuchung eigentlich nur beruhigt werden. Doch die verdickte Nackenfalte war nur eine von vielen Auffälligkeiten. Wir sehen ja nur das Kind auf dem Monitor, was sich bewegt und da rumspringt und dem es scheinbar gut geht. Und ja, wie kann das sein, dass der jetzt so viele Auffälligkeiten hat? Ja. Der Gynäkologe schickte Sarah und Jonas zu einem Pränataldiagnostiker. Der sollte das Ergebnis überprüfen. Also das habe ich bis zuletzt gehofft. Die haben sich geirrt. Bestimmt haben die sich geirrt. Und vielleicht wird doch noch alles gut. Also das ist so ein Tunnel, man fährt durch so einen Tunnel und hofft irgendwie, okay, wenn wir jetzt nochmal zu dem Diagnostiker fahren, der sagt vielleicht, ach, ist doch gar nicht so schlimm, ist gar nicht so schlimm, wir rudern ein bisschen zurück. Aber eigentlich war es, je weiter wir gerudert sind, desto schlimmer wurde es. Ja.
Der Arzt entnahm aus Sarahs Plazenta eine Gewebeprobe und machte eine Chromosomenanalyse. Die Diagnose: Trisomie 21. Außerdem gab es massive organische Schäden am Herzen, an der Leber, am Darm. Möglicherweise wäre der Fetus gar nicht lebensfähig. Und man wird aufgeklärt und es wird gesagt, so, Sie haben jetzt 3 bis 5 Tage, ich weiß gar nicht mehr. Da können Sie überlegen, ob Sie das Kind wollen oder abtreiben lassen. Und dann geht man nach Hause und dann geht man nach Hause und denkt, okay, dann überlegen wir mal. Sarah sprach es als Erste aus. Dann lassen wir ihn gehen. Und dann sitzt man zu Hause und denkt, okay, was bin ich für ein Riesenarsch, der ein Kind in einer 14. Woche im Bauch hat und jetzt sagt, okay, du wirst sterben. Und man weiß, okay, das Kind ist doll krank und man hat noch ein anderes Kind, für das man da sein muss. Aber es ist nicht schön. Es ist nicht schön. Und man muss sich dann auch Gedanken machen darüber, was will man? Will man eine Beerdigung fürs Kind? Oder wie will man das machen? Und dann haben wir uns für eine Beerdigung entschieden und dann sitzt man halt in der 15. Woche, weil das zieht sich dann alles so, zu einem Bestatter gegangen und haben die Beerdigung unseres ungeborenen Kindes geplant. Die Ärzte leiteten die Abtreibung mit Medikamenten ein. Am 16. September 2013 kam ihr Sohn Anton tot auf die Welt. Ich glaube, der Mensch ist gar nicht dafür gemacht, so über Leben und Tod zu entscheiden und einfach vor diese Frage, vor diese Entscheidung gestellt zu werden. Niemanden würde ich das wünschen, so eine Entscheidung treffen zu müssen. Und wir haben viele Freunde in der Entscheidungsphase verloren, viele enge Freunde auch, die wir zu unserer Familie gezählt haben. Wir wurden beschimpft als Mörder, die keinen Bock auf ein behindertes Kind haben. Also das war heftig. Das war eine ganz heftige Zeit. Ja. Acht Monate später war Sarah wieder schwanger. Auch dieser Fetus hatte eine auffällige Nackenfalte. Oh Scheiße, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Das war der Gedanke. Und das im nächsten Moment denkt man dann auch gleich so, Gott, denk das nicht, du hast dein Kind im Bauch, so, das ist dein Kind, du darfst jetzt nicht denken, oh Scheiße. Also was, da kommt man auch gleich in so eine Zwickmühle, weil man dann auch denkt, dann, was tue ich dem jetzt gerade an? Also wie unfair. Diesmal wollte Sarah keine Chorionzottenbiopsie und entschied sich für einen neuartigen Bluttest. Der bestätigte Trisomie 21. Aber das Kind war lebensfähig, die meisten Organe gesund. Für Sarah und Jonas stand sofort fest, sie wollten das Kind bekommen. Max ist mittlerweile 1 Jahr alt. Sarah und Jonas sind glücklich mit ihren 2 Söhnen. Aber die schwierige Entscheidung für die Abtreibung ist noch immer präsent. Das sollte einem auch echt bewusst sein. Also, dass wenn man sich entscheidet, solche Tests zu machen, ist man auch in der Maschinerie, das selbst zu entscheiden, was man daraus dann macht. Es wird keinen geben, der sagt, okay, es war das Richtige. Hinterher kommen alle und sagen, okay, es war das Richtige. Aber hinterher ist es zu spät. Bei allen Vorteilen, die moderne Medizin uns bringt, sie stellt uns auch vor neue Entscheidungen. Und genau diese Entscheidungen können uns mitunter überfordern. Vielleicht ist das genau das Dilemma des Fortschritts. Und wir müssen lernen, damit umzugehen. Das war's für heute. Und wie immer, bleiben Sie uns treu, empfehlen Sie uns weiter. Tschüss.